Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario und Luigi Dream Team Bros auf Schwer. Im letzten Part wurden hier Peach und Toadsworth von dieser Plattform hier nach hinten getragen und sind jetzt mit einem Etwas dort hinten in den Katakomben eingesperrt. Und der Typ hier ist schon wieder dafür verantwortlich, der Blockhard. Was ist eigentlich los mit dem? Ich bitte aufrichtigst um Verzeihung. Das verborgene Gewölbe wurde erst vor kurzem entdeckt, deshalb kann ich Ihnen nicht sagen, was Sie dort erwartet. Ich weiß es nicht. Ich traue diesem Typen da immer noch nicht. Was will der eigentlich? So, wir müssen mit dem Personal sprechen. Bereit für die Reise zum verborgenen Gewölbe? Ja. Dann steigt bitte jetzt auf die Plattform. Okay, was erwartet uns jetzt? Erstmal eine wilde Achterbahnfahrt. Mit Raketenantrieb. Hui, das macht Spaß. Und jetzt kommt das erste Minispiel. Denn wir fahren jetzt hier entlang und können mit A und B halt springen. Mit A mit Mario und bei B mit Luigi. Und wir sehen hier diese ganzen Münzen. Und wir wollen natürlich möglichst viele von denen mitnehmen. Ich glaube, wir können auch gleichzeitig springen. Ja, können wir. Und ja, ist auf jeden Fall ganz cool, um jetzt noch ein paar Münzen abzuzahnen. Hier alle mitzunehmen ist sehr, 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 sehr schwer. Jetzt kommen nämlich drei auf einmal. Das geht aber noch. Aber es kommen dann später auch noch vier auf einmal. Und bei vier auf einmal alle mitzunehmen, wird dann sehr, 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 sehr schwer. Also das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Aber alle anderen möchte ich irgendwie mitnehmen. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen zeitversetzt springen. Mit einmal, zuerst mit Luigi und dann mit Mario. B, A. Und hier nochmal B. Dann B, A, A, B, A, B, A. Ja, es gibt Spannenderes. Das dauert jetzt auch noch ein bisschen. Das geht nämlich eine Zeit lang. Das hier aber, ja, wenn ich kostenlos Münzen kriege, dann will ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Jetzt immer abwechselnd mit den beiden. Ihr seht es ja so zickzackmäßig. So, jetzt richtig zickzack. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, 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 okay. Jetzt müssen dann eigentlich bald die vier kommen. Ich glaube zumindest, dass auch noch vier hintereinander kommen, genau. Okay. Okay. Und mit beiden gleichzeitig. Wir haben bisher alle mitgenommen, glaube ich. Ja. Ich glaube, wir haben alle. Oder? Ja, wir haben alle. Sehr schön. Wunderbar, dann geht's doch gleich mal super los hier in dem Part. Für Mario und Luigi aber nicht. Vor allem für Luigi. Denn der klebt erstmal an der Wand und knutscht mit ihr rum, oder wie? ich weiß es nicht. Ja. Ach ja, Luigi. Der kriegt noch eine besondere Rolle hier in dem Spiel übrigens. Also, hier in dem Mario und Luigi ist Luigi am wichtigsten von allen Mario und Luigis, würde ich sagen. Und wieder wagen sich Unwissende hierher. Ihr Narren. Erschauert vor dem Geist, der dieses Schloss bespukt. Mein Name, den alle nur leise flüstern, lautet Lodergeist. Schon lange wandle ich in diesen dunklen Gängen. Schon lange wache ich über diese versteckten Wege. Keiner soll passieren, um das Innerste zu sehen. Ihr werdet das Schicksal aller Eindringlinge erleiden. Ihr, die ihr es gewagt habt, mich zu stören, nehmt dies! Nämlich was? Ja, das fragen sich Mario und Luigi auch. Oh nein, ein Gegner! Und zwar ein voll schwacher. Was ein Versager. Aber es sind drei auf einmal, ja gut. Und Mario hat wenige KP, wir sollten also ein bisschen aufpassen. Mario, Luigi, es ist eine Weile her, dass ihr gemeinsam gekämpft habt, oder? Um Mario mache ich mir natürlich keine Sorgen. Bei dir aber, Luigi, nun, bei dir habe ich doch meine Zweifel. Du verwendest den B-Knopf für deine Attacken, verstanden? Mario kämpft mit dem A-Knopf, Luigi verwendet den B-Knopf. Das ist wirklich wichtig, vergesst es also nicht. Ja, werden wir nicht. Also mit Mario können wir eben mit dem A-Knopf angreifen und mit Luigi mit dem B-Knopf. Exzellent! Bei Luigi ist auch das Timing ein bisschen anders von seinen Sprüngen her. Also er kann genau das gleiche machen wie Mario, nämlich auch gut und exzellent. Aber das Timing ist bei ihm ein bisschen anders, weil er fliegt halt ein bisschen anders durch die Luft. Und jetzt greifen die Gegner auch, ja, nur einen der beiden an. Und Glitzerstern will uns da was mitteilen. Haltet ein, wartet einen Moment. Ich habe das Muster im Verhalten dieses Monsters durchschaut. Wollt ihr hören, was mir aufgefallen ist? Ja, und das ist jetzt wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges. Nicht in diesem Kampf, aber später vor allem. Achtet auf die Bewegungen des Monsters kurz vor seinem Angriff. Jetzt! Seht ihr, wie das Monster vor dem Angriff nach rechts stolpert? Achtet auf seine Augen, wenn es das tut. Seht ihr, dass es denjenigen anschaut, den es angreifen wird? Diesmal ist Mario sein Ziel. Spring auf das Ding. Bam, genau. Alle Monster haben solche Macken. Und zwar wirklich alle, und deswegen ist es auch so wichtig. Sie alle liefern euch vor dem Angriff wichtige Hinweise. Diese Hinweise variieren je nach Angriff, aber sie geben euch immer wichtige Informationen. Und nun zu dir, Luigi. Du verwendest den B-Knopf auch bei der Verteidigung. Du verwendest für alles, was du tust, den B-Knopf. Vergiss das besser nicht, ja?
Gut. Und jetzt, stopp. Das ist jetzt wichtig, also wiederhole ich es nochmal. Ist ein bisschen nervig vielleicht, aber es ist wirklich wichtig. Sagt, wer ist diesmal das Ziel der Attacke? Wir könnten jetzt auch A drücken, wäre aber ziemlich schlecht. Wir drücken natürlich B, denn das Vieh schaut nach unten und will offensichtlich Luigi angreifen. So macht man das, ihr habt es echt drauf. Wenn ihr nicht wisst, wer von euch angegriffen wird, drückt beide Knöpfe. Ja, das ist so ein bisschen ein Noob-Trick, den man anwenden kann. Glaubt mir, jede Attacke sollte euch einen Hinweis geben. Wenn ihr auf einen wirklich fiesen Gegner stoßt, versucht so schnell wie möglich Hinweise in seinen Attacken zu erkennen. Ja, mit beiden gleichzeitig? Na. Oh, fast hätte ich es vergessen. Die Zahlen, die ihr hier seht, sind eure KP. Sinken diese auf 0, könnt ihr nicht mehr kämpfen. Lasst das nicht zu. Nutzt den Itemblock, um rechtzeitig ein Heil-Item einzusetzen. Genau, man kann auch im Kampf Items einsetzen, kostet einen aber eine Runde. Wollt ihr aus einem Kampf fliehen? Springt gegen diesen Block. Wenn ihr zu oft flieht, werdet ihr auch nicht stärker. Wir wollen ja auch Erfahrungspunkte kriegen. Grundsätzlich solltet ihr eure Kämpfe also bis zum Ende austragen. Und das stimmt übrigens gar nicht, weil wir können hier gar nicht fliehen, weil das ein erzwungener Kampf ist. Und was wollte ich gerade eben sagen? Genau, das mit den beiden Springen geht natürlich auch, wie Glitzerstern schon richtig sagte. Werde ich aber nur selten machen, oder eigentlich nie, weil ich bei den meisten Gegnern weiß, wie sie angreifen und bei manchen nicht mehr ganz auswendig, aber das kriege ich dann schon noch während dem Let's Play heraus. Also ich könnte jetzt auch eben hier, wenn ich nicht weiß, greift er jetzt Mario oder Luigi an, einfach mit beiden springen und so immer kontern, egal wen er angreift. Aber das ist halt ein bisschen langweilig und deswegen werde ich schon immer nur mit dem auch ausweichen, der auch wirklich angegriffen wird. Und diese Viecher heißen übrigens Grumba. Ist das wohl eine Anspielung auf irgendwas? Ich habe ja keine Ahnung. Wir haben den Kampf gewonnen, kriegen 9 Erfahrungspunkte und bei Mario ist schon die Hälfte eines Level-Ups erreicht. Also gar nicht mehr lange, dann kriegt er sein erstes Level-Up. Sehr cool. Es ist noch nicht vorbei, oh nein. Euer Untergang wartet tiefer im Inneren des Verlieses. Niemand soll es wagen, den Ehrenwürdigsten zu stören. Okay, der macht mir ein bisschen Angst. Also ich finde irgendwie, der Anfang von dem Spiel ist ziemlich creepy. Ich weiß auch nicht warum. Peach und Toadsworth sind sicher schon vorgegangen. Hier ist es nicht sicher genug. Das gefällt mir gar nicht. Wir sollten weitergehen. Wie sind die beiden eigentlich hier durchgekommen? Eigentlich hätte doch der die auch kämpfen lassen müssen gegen die Viecher, oder? Gegen die Grumbas. Und haben die das ernsthaft geschafft? Ich meine, in Smash Bros. Hat Peach schon ein bisschen Skill, aber trotzdem. Wir speichern auf jeden Fall mal. Peach wurde im Kissenschloss entführt. Rette sie aus den Tiefen des Schlosses. Da sind wir gerade dabei. So, was erwartet uns hier? Also ich könnte eigentlich mal einen Pilz benutzen für Mario, ich bin aber zu faul. Ich glaube auch in dem Spiel werden... Ja genau, die werden nicht geheilt bei einem Level-Up. Das ist nur in Paper Mario immer so, aber hier nicht. Also man wird nicht geheilt bei einem Level-Up, was eigentlich ein bisschen unfair ist, aber okay. Habt ihr etwa gedacht, ich lasse euch so leicht hier vorbei? Nein, der Weg nach vorne kauft... Den Weg nach vorne kauft ihr euch mit Schmerzen. Und leiden werdet ihr unter meiner gnadenlosen Aufgabe. Die Schrecken des Hüpfens. Die harte Prüfung der Sprünge. Ich muss selber lachen, weil es so lächerlich ist. Werdet ihr diesen harten Test eurer akrobatischen Kompetenz bestehen? Wagt ihr es, euch die Regeln erklären zu lassen? Nein, ich habe Angst. Nee, lass uns hören. Sprünge erfordern das Drücken von A- und B-Knopf. Du, im roten Wams, verwendest den A-Knopf. Ja, das wissen wir schon. Und du, in grün gewandeter, verwendest den B-Knopf. So leicht es klingt, ihr werdet an der Beherrschung dieser Technik sicher scheitern. Und im Scheitern werden eure Sprünge nicht ihr Ziel erreichen. So werdet ihr dann nie hochkommen. Für wahr, an dieser Aufgabe müsst ihr scheitern. Nur durch Verwendung von A- und B-Knopf könnt ihr die Stufen überwinden. Das Schiebepad müsst ihr verwenden, um zu steuern. Und abwechselnd A und B drücken, um zu springen. Das ist so ein Witz. Er gibt uns, das ist so oft in Mario und Luigi Spielen und auch in Nintendo Spielen, dass ein Bösewicht einem einen Tipp gibt, wie man es denn jetzt richtig machen muss. Das ist natürlich schon witzig, aber auch irgendwie ein bisschen lächerlich. Aber witzig ist es auf jeden Fall. Nur Schalenruhm habt ihr euch durch Bestehen dieses Tests verdient. Und der nächste Test wird gewiss euer Ende bringen. Euer nächster Test ist... Werdet ihr den Punkt ganz links erreichen? Seht die klaffenden Spalten im Boden unter euch. Ihr überquert sie, indem ihr A- und B-Knopf drückt, in perfekter Gleichzeitigkeit. Und währenddessen bewegt euch mit dem Schiebepad. Bedenkt, A- und B-Knopf stets zur gleichen Zeit. Euer Scheitern ist gewiss.
Ja, man muss aber gar nicht gleichzeitig springen. Also ich kann gleichzeitig springen, ich kann aber auch mit Mario zuerst springen und dann erst mit Luigi. Was eigentlich sogar schlauer ist, weil damit kommt man ein bisschen weiter, als wenn ich jetzt gleichzeitig springe. Weil Luigi halt dann immer hinten dran ist, ne? Ihr versteht. Aber ist auf jeden Fall kein Problem. Wir springen hier witzig durch die Gegend, also wirklich zum Scheitern verurteilt sind wir nicht. Und das merkt er jetzt auch. Erwartet nicht, dass es so leicht bleiben wird. Jetzt erst beginnt der eigentliche Test. Ihr werdet sehen. Ach ja. Hat er das nicht gerade eben auch schon gesagt? Ein Block? Hallo? MLMLM. Rot und Grün, eure Hirne werden schmerzen auf der Suche nach Antwort. Dann erkennt ihr sicher, wie bitter eure Niederlage ist. Ja, okay. Das mussten wir uns jetzt nämlich merken. Die Reihenfolge, also erst M, dann L, dann M, dann L und dann wieder M. Nicht schwer. Das war jetzt der letzte Test, hat er gesagt, oder? Und wieder scheitere ich, nachdem ich diese pinke Person schon eben schlug. Okay, stimmt, ja, richtig, genau. Diese pinke, damit ist Peach gemeint. Also Peach hat tatsächlich auch diese ganzen Tests gemacht, die wir jetzt auch gerade machen. Diese Prüfung war wohl definitiv zu leicht. Aber die nächste Prüfung wird euer Untergang sein. Das hat er vor 5 Stunden auch schon gesagt. Ich lasse euch nicht. Warum drücke ich? Ich bin so blöd. Während ich vorlese, komme ich immer aus Versehen auf den A-Knopf drauf und drücke das dann weg. Das gibt's nicht. Ich bin so dumm. Sorry, das passiert mir einfach manchmal. Und hier ist ein Mario-Block. Den kann natürlich nur Mario auslösen. Wenn Luigi gegen ihn springt, dann bringt das gar nichts. So, und hier haben wir jetzt die ersten wirklichen Overworld-Gegner. Also die laufen hier durch die Gegend und können uns auch angreifen, wenn sie uns sehen. Genau, der stürmt dann auf uns zu. Und wie wir im ersten Part, oder im zweiten? Im zweiten Part gelernt haben, sollten wir auf sie draufspringen und so den Kampf mit einem Erstangriff beginnen. Und bam. Dann können wir ihm nämlich schon 2 Schaden machen, bevor der Kampf überhaupt losgeht. Und wir merken übrigens, glaube ich zumindest, dass Mario ein bisschen stärker ist als Luigi, oder? Nee, ich glaube, jetzt am Anfang sind sie noch gleich stark. Es ist aber so, dass sich die Werte von Mario und Luigi durchaus unterscheiden. Also, die kämpfen nicht genau gleich. Die kämpfen schon ziemlich unterschiedlich. Und wie genau sich das dann später auswirkt, werden wir dann noch sehen. Aber die Gegner hier am Anfang sind auf jeden Fall kein Problem. Sie haben aber schon mehrere verschiedene Angriffe, wie wir sehen konnten. Also, sie können entweder in der Mitte stehen und dann auf einen von uns beiden zurennen. Oder eben schon von vornherein, wie gerade eben, sich ausrichten und dann einen angreifen. Und im allerersten Part haben sie ja auch noch mit so Steinen geschossen. Also das können sie eigentlich auch noch, aber ich weiß nicht, ob die das hier überhaupt machen oder nicht. Aber die haben auf jeden Fall schon einige verschiedene Angriffe. Ja, genau der Angriff hier mit dem Steinschießen. Das finde ich auch nicht so toll, wenn er den Angriff macht, weil den kann ich eben nicht kontern. Es gibt eben Angriffe, die kann man kontern und es gibt Angriffe, die kann man nicht kontern. Und das mit dem Stein geht eben nicht. Ich meine, wenn ich auf den Stein draufspringe im richtigen Moment, dann, ja, bringt mir wenig. Dann zerstöre ich zwar den Stein, aber da habe ich ja nichts davon. Da kann ich ja dem Gegner keinen Schaden machen dadurch. So, hier links ist sonst nichts. Da oben ist aber ein Block. Das sehe ich schon an dem Schatten. Deswegen will ich da mal kurz hoch. Was haben wir denn da Tolles? Ein Luigi-Block. Also jetzt können wir nochmal sehen. Ich stoße mit Mario dagegen und es passiert gar nichts. Es sind Münzen drin. Ja, warum denn nicht? Vielen Dank. Ja, dann gehen wir mal hier oben entlang und holen uns erstmal jetzt noch den Luigi-Block hier. Ein One-Up-Pilz. Aber die Gegner hier möchte ich natürlich auch noch platt machen. Also ich möchte eigentlich in dem Spiel auch immer gegen jeden Gegner kämpfen. Also, ja, sagen wir es so, ich möchte zumindest gegen jeden Gegner, der hier irgendwo ist, einmal kämpfen. Also mindestens einmal. Oder eigentlich genau einmal. Denn es wird später öfters mal so sein, dass wir wieder zurückkommen müssen in Gebiete, in denen wir schon waren. Und dann respawnen die ganzen Gegner auch wieder. Und ich möchte aber gegen jeden, wenn wir ihn zum ersten Mal treffen, dann schon gegen ihn kämpfen, aber nicht zum 5., 6., 7., was weiß ich mal. Aber sonst möchte ich eigentlich schon die Gegner besiegen, weil wir brauchen auch die Erfahrungspunkte für den schweren Modus. Also die haben wir schon nötig. Und jetzt haben wir das erste Level-Up für Mario. Er steigt auf Level 2. Und hier können wir jetzt seine ganzen Werte sehen, die uns Glitzerstern jetzt, glaube ich, auch nochmal kurz erklären wird. Geschafft! Dein erster Levelanstieg! Jedes Mal, wenn dein Level ansteigt, steigen auch deine Werte und du wirst etwas stärker. Dadurch wird es für dich leichter, deine Gegner zu besiegen. Genau, wir kriegen nämlich 2 bei KP, 1 bei BP, 2 bei Angriff, 1 bei Verteidigung, 2 bei Geschwindigkeit und nix bei Bart. So. Bei jedem Levelanstieg kannst du außerdem einen Wert auswählen. Für diesen Wert darfst du dann das Bonusrad drehen.
Zu jedem deiner Werte gibt es übrigens gesonderte Erklärungen. Und ich glaube, die sagt er uns jetzt. Diese Erklärungen werden dir gleich hier angezeigt. Ach ja, ah, nee, sagt er uns nicht, müssen wir uns selber durchlesen. Bei Erreichen eines bestimmten Levels erhältst du auch einen neuen Rang. Die einzelnen Ränge zeigen an, wie stark ihr Träger ist. Erhältst du einen neuen Rang, dann... dann siehst du dann ja selbst. Ja, da wird was Tolles passieren, auf jeden Fall. Also gut, wähle einen Wert und drehe das Bonusrad. Erstmal die ganzen Werte. KP. Je höher der Wert, desto seltener gehst du bei erlittenem Schaden K.O. BP. Je höher der Wert, desto höher die maximale Zahl an Traum- bzw. Paarattacken. Was das ist, werden wir noch sehen. Angriff. Je höher der Wert, desto mehr Schaden fügst du deinen Gegnern zu. Sehr offensichtlich. Verteidigung. Je höher der Wert, desto geringer der Schaden gegnerischer Angriffe oder Attacken. Auch sehr offensichtlich. Geschwindigkeit. Je höher der Wert, desto früher kommst du in Kämpfen zum Zug. Ist also sowas wie Initiative. Und Bart. Hoher Wert oder hohe Werte steigern die Chance auf tolle Treffer. Damit kann man also die tollen Treffer wahrscheinlicher machen. So, und ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich immer durch die ganzen Werte durchgehe. Also wir können jetzt hier sehen, dass da so Zahlen kommen und wir müssen halt im richtigen Moment A drücken. Da bin ich jetzt auch mal kurz ruhig, weil ich sehe auch ein paar Vierer. Moment. Ja, nur eine 3. Schade. Aber ist nicht so schlimm, eine 3 bei KP zusätzlich ist ja jetzt auch nicht verkehrt. Okay. So, und Luigi müsste eigentlich auch gleich ein Level abbekommen. Also ich glaube, wenn das jetzt 2 Gegner sind, dann kriegen wir 1. Ja, genau. Also wir müssen jetzt eigentlich gleich 1 kriegen. Für Luigi zumindest. Und wir sehen, Mario hat immer noch 10 KP. Es ist also wirklich so, die KP werden nicht geheilt bei einem Level-Up. Aber dafür macht er jetzt schon 8 Schaden mit einer Sprungattacke. Also bereits doppelt so viel wie Luigi. Also man merkt auch wirklich den Unterschied von dem Level-Up. Deswegen sollte man auch wirklich immer die ganzen Gegner besiegen, um eben die Level-Ups zu bekommen. Er kriegt 3, 1, 2, 2, 1. Also wir können jetzt schon sehen, Luigi hat deutlich mehr KP als Mario. BP, ich glaube, ein kleines bisschen weniger. Angriff deutlich weniger. Verteidigung etwas mehr. Geschwindigkeit deutlich weniger und Bart dafür mehr. Also ist eigentlich wirklich komplett unterschiedlich im Vergleich zu Mario. Und beim ersten Level-Up erhöhen wir auch bei ihm die KP. Und jetzt möchte ich aber eine 4. Moment. Na also, geht doch. Jaho, und da freut er sich auch. Schön. Dann haben wir jetzt, glaube ich, hier erstmal alle Gegner besiegt. Ah ne, da hinten ist noch einer. Da müssen wir jetzt aber erstmal hin. Das ist jetzt fast schon so ein bisschen labyrinthartig, aber nicht wirklich. Wir müssen hier hoch, dann hier entlang springen und hier rüber. Und dann sind da schon die nächsten Honks. Okay. Und übrigens, dieses Symbol, das hier erscheint am Anfang des Kampfes, dieser Schuh, bedeutet halt eben, man kann es sich schon denken, dass wir den Kampf mit einem Erstangriff, mit einem Sprung begonnen haben. Ich glaube, ich werde jetzt dann gleich mal in den Gegner einfach so reinlaufen, damit wir auch mal sehen können, was da dann passiert, denn da erscheint dann natürlich kein Schuh, sondern, ich glaube, einfach nur ein Stern. Genau. Ich glaube, das haben wir ja sogar auch schon im ersten Part mal gesehen, oder? Ich weiß nicht sicher. Und macht nicht die Steinattacke. Genau, und auch Mario angreifen, das ist auch gut, denn Mario hat jetzt, wie ihr sehen konntet, beim Kontern auch schon 3 Schaden gemacht, also auch beim Kontern wirkt sich das aus, wie viel Schaden man machen kann. Und ich habe jetzt mit Absicht den unteren angegriffen, weil den oberen müsste Luigi jetzt auch so klein bekommen. Genau. Aber den unteren wahrscheinlich nicht alleine. Weil der untere war ja schon geschwächt durch den Konter. Ihr versteht. Also man muss auch so ein bisschen taktisch denken, wen man immer angreifen sollte und so. Aber es sollte jetzt nicht zu schwer fallen. Hier ist noch ein Gegner und dann müssen wir aber hier im Endeffekt wieder hoch. Aber erstmal noch den Typen hier platt machen. Man kann übrigens auch mit Luigi einen Erstangriff starten. Das werde ich vielleicht auch nochmal irgendwann zeigen. Oder wird bestimmt auch so nochmal zufällig passieren. Sollte man aber nicht unbedingt machen, weil Mario ist ja der Stärkere. Oh, ein toller Treffer. Also tolle Treffer können auch beim Kontern passieren. Mario ist ja der Stärkere, deswegen sollte eigentlich er immer den Erstangriff machen. Und hier war es jetzt egal, wen ich mit Mario angegriffen habe, denn die werden eh beide sterben. Und wir haben gerade eben ein Geschenk bekommen. Was haben wir bekommen? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Ich habe es mir gerade eben noch durchgelesen. War das... Moment... Ich bin so dumm. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. War das was zum Ausrüsten oder ein Item? Ich glaube, ein Sirup war das, oder? Ja, es war ein Sirup. Oder irgendein Item auf jeden Fall. Kein Ausrüstungsgegenstand. Man kann nämlich auch Ausrüstungsgegenstände von den ganzen Gegnern bekommen. Also entweder eine neue Hose oder neue Schuhe. Oder vielleicht auch noch anderes Zeugs, was wir momentan noch gar nicht wissen. Was es vielleicht noch geben wird. Und was macht der Block? Okay.
Erklär mal. Erkennt ihr, welcher sich von allen anderen unterscheidet? Mal gucken. Es ist der hier, denn alle anderen drehen sich gegen den Uhrzeigersinn und der hier dreht sich im Uhrzeigersinn. War jetzt auch nicht so schwer. Aber eigentlich keines dieser Rätsel hier ist wirklich schwer. Eure Prüfung ist noch nicht vorbei. Weiter als bis hierher kommt ihr nicht. Ja, diesen Satz höre ich jetzt schon zum wievielten Mal? Ich weiß es nicht. Ah, genau, jetzt kommt das hier. Das wäre jetzt auch witzig. Denn das sind jetzt so ein paar Gegner. So ein paar wenige, viele, wie auch immer. Und wir sollten jetzt an denen vorbei. Also wir können entweder drüber springen oder hier immer durch die Lücken durch. Oder man kann auch gegen sie kämpfen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Und keine Angst, wir werden nicht gegen jeden von denen kämpfen. Beziehungsweise eigentlich schon. Aber ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Und hör auf, den Steinangriff zu machen. Ja, genau den hier, der ist besser. Aber jetzt noch auf Mario. Perfekt. Ja, okay, beim Kontern ist es aber so, dass Mario und Luigi 3 Schaden machen. Beim Angriff aber nicht. Beim Angriff macht Mario 4 und Luigi 3. Also beim Kontern ist es tatsächlich egal, wen sie angreifen. Beim normalen Angriff aber nicht. Okay, der ist aber auch besiegt. Kein Problem. Wieder neue Erfahrung. Wenn wir nämlich einen Gegner besiegen, dann zerstören wir gleich seine komplette Reihe. Und deswegen können wir das jetzt eigentlich mal kurz machen. Denn wir müssen jetzt einfach nur viermal besiegen, die Gegner hier, und dann sind sie schon tot. Und wenn mich sogar nicht alles täuscht, dann kriegt man doch da sogar eine Belohnung, oder? Oder täusche ich mich gerade? Ich bin mir gerade nicht sicher. Werden wir auf jeden Fall jetzt dann gleich erfahren. Und wie gesagt, die Erfahrungspunkte sollten wir auch auf jeden Fall mitnehmen. Und ich finde auch nicht unbedingt, dass ich die Kämpfe rausschneiden sollte. Also ich habe einige Let's Plays schon gesehen von entweder von irgendeinem Mario und Luigi-Spiel oder von irgendeinem anderen RPG, auch von Paper Mario oder so, wo dann die Kämpfe immer rausgeschnitten wurden. Finde ich aber eigentlich nicht so toll. Ich meine, das Argument, dass man da nicht so viel schafft, weil die Kämpfe halt ein bisschen dauern, stimmt schon, aber die Kämpfe gehören nun mal zu dem Spiel dazu. Das ist einfach so. Zu jedem Rollenspiel gehören Kämpfe dazu. Wir kriegen einen Pilz. Und deswegen, warum sollte ich die euch rausschneiden? Also, ich könnte es machen, aber ich sehe da irgendwie keinen Sinn drin. Und ich meine, zum Beispiel in Hyrule Warriors, das ist auch in jeder Mission so ziemlich dasselbe, einfach nur Gegner killen. Da zeige ich euch ja auch alles, also warum sollte ich das hier nicht machen? Okay, die werden aber schneller, wenn man sie fast alle besiegt hat. Und jetzt werden wir ja gleich sehen, ob es wirklich eine Belohnung gibt oder nicht. Ich glaube nämlich, es war. Also, es passiert auf jeden Fall irgendwas. Ich weiß nicht mehr was, aber irgendwas passiert auf jeden Fall. Ach ne, Moment mal, ich glaube. Oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich halte mich jetzt mal mit Theorien zurück. Wir werden es ja hoffentlich gleich erfahren, was denn hier passieren wird. Wenn wir diese Kackklappen hier besiegt haben. Und bisher läuft es auch echt gut mit den exzellenten Sprüngen. Ich kann euch mal kurz. Ich wollte euch eigentlich zeigen, was passiert, wenn man den Sprung verkackt. Und deswegen wollte ich versuchen auszuweichen und nicht zu kontern, wie schon im zweiten Part. Und das war aber wieder mal ein klägliches Scheitern, aber das habe ich ja mit Absicht gemacht, denn ich wollte euch mal den Wonner-Pilz zeigen, was man mit dem denn so Tolles machen kann. Also man kann einen Charakter wiederbeleben und die 50% seiner Leben wiederherstellen. Das wären in diesem Fall 15, weil er insgesamt 30 KP hat. Okay. Jetzt warte mal, kann ich dem denn? Nee, ich muss den kontern. Ja, okay, meinetwegen. Das geht ja echt schon gut los hier. Naja. So, was passiert jetzt? Ach so, ach stimmt, es kommen immer wieder neue einfach, ja, okay. Ja gut, dann, nee, dann lassen wir es. Also es kommen jetzt wirklich unendlich viele, bin ich mir ziemlich sicher. Das nimmt kein Ende. Und hier ist schon das nächste Rätsel. Machen wir das Spiel doch einfach etwas gemeiner. Okay, wir müssen uns merken, wo der rechts oben war. Ja. Okay, er ist wieder rechts oben. Und Luigi hat die Ehre, ihn anzustoßen. Und auch das war wirklich kein Problem. Ah, ach egal. Die nächste Prüfung. Ja, die nächste Prüfung wird euer Herz mit Terror füllen. So wie die anderen auch, die so angsteinflößend waren. Hilfe! Helft mir doch! Das war Peach! Das war ihre Stimme! Sie kam aus dem Zimmer gleich nebenan. Beeilt euch! Oh mein Gott, was ist da los? Oh, verdammt, ich hätte speichern sollen.
Ach du Scheiße, richtig, jetzt kommt nämlich ein Bosskampf. Peach ist in Gefahr! Und der ist gar nicht mal so einfach. Hoffentlich kommt jetzt nicht der erste Game Over. Prinzessin Peach! Ach so. Ne, Moment, wann kommt der Boss? Jetzt kommt aber dann gleich ein Bosskampf. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber jetzt dann gleich auf jeden Fall. Mario, Luigi, ihr kommt, um uns zu retten. Ich bin so froh, euch zu sehen. Puh. Meister Mario, das war ganz schön knapp, oder? Bis hier hatten wir es geschafft. Und dann waren wir auf einmal umzingelt. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Aber ganz abgesehen von den offensichtlichen Gefahren. Dieser Ort ist schon sehr mysteriös, oder? Und ob, da hast du wirklich recht. Und dieses Ding da drüben. Was ist das? Ich frage mich, was das sein soll. So eine Konstruktion habe ich noch nie gesehen. Seht nur, da ist irgendwas vor der Statue. Sehen wir es uns einmal an. Okay. Was ist da vor der Statue? Jetzt der übelste Cliffhanger hier. Denn ich speichere jetzt erstmal, denn es kommt jetzt dann wirklich gleich ein Bosskampf. Wir speichern mal. Kommt hier ein neuer Text? Nein, ist immer noch derselbe. Okay. Also was es mit der Statue und diesem Teil, das vor der Statue liegt, auf sich hat, das erfahren wir dann im nächsten Part. Diese Statue, irgendwas ist dort. Ich spüre es genau. Meister Mario, wir wissen eure Hilfe sehr zu schätzen. Ja, immer gerne doch. Also was sich da befindet, erfahren wir dann im nächsten Part. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann könnt ihr gerne noch einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und hoffentlich wird Peach oder Toadsworth gleich schwindelig. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder mit dem ersten Bosskampf. Also es ist noch kein Mega-Ultra-Bosskampf, aber es ist schon ein relativ schwieriger Kampf. Und eigentlich auch ein Bosskampf, ja. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.